Schönen Nachmittag. Ein Baby kommt auf die Welt und das ultimative Glück beginnt. Das ist die weit verbreitete Auffassung. Dass es aber auch anders sein kann, dass Eltern, da vor allem Mütter, danach unglücklicher sind als zuvor und sich vieles anders vorgestellt haben, das ist hingegen weniger bekannt. Und darüber wollen wir in der kommenden Stunde reden. Wenn es bei mir heißt, ich liebe und bereue meine Kinder. Ein Satz, der auch der Martha öfter mal durch den Kopf schwirrt. Was sie bemerkt hat nach der Geburt ihres Sohnes ist, dass sie ein großes Defizit am Ich-Sein hat. Hier ist die Martha. Martha, du bist Mutter eines Sohnes? Ja. Wie alt warst du, als er auf die Welt kam? 31. Wunschkind? Absolut. Zu 100%. Was hat sich alles verändert? Nach der Geburt? Es hat sich alles verändert. Also das ganze Leben verändert sich. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und man ist sich schon vorher dessen bewusst, aber die Tragweite spürt man dann erst wirklich, wenn das Kind da ist. Und ich glaube, so geht es vielen, vielen Frauen. Was hast du alles gespürt? Was hast du dir so nicht vorgestellt? Oder wo merkst du, du kommst an deine Grenzen? Na, es ist so, ab einem positiven Schwangerschaftstest beginnst du, dich sukzessive zurückzuziehen. Ja? Also du verlierst immer mehr an Stellenwert, der Fokus geht immer mehr auf das Kind. Und das ist eben das, was dann so schwierig macht. Also das Ich tritt total in den Hintergrund. Du schaust nur, dass es dem Kind gut geht. Du tust alles für dein Kind, dass es ein behütetes, schönes Leben hat. Und das selber auch schon in der Schwangerschaft hast du darauf geschaut, dass es sofort, also nicht dir unbedingt gut geht, genau, sondern dem Kind. Genau, also ja. Man hört mit dem Rauchen auf, was jetzt nicht so schlecht gewesen ist. Man ernährt sich gesund, man macht sich ständig Gedanken, man wird immer untersucht, ist das Kind gesund oder nicht gesund? Also man ist ja ständig im Screening drinnen und ja, also es dreht sich nur mehr alles um den kleinen Knopf. Genau, dann kommt der auf dann die kommt Welt er. Und dann beginnen die schlaflosen Nächte. Ne? Ja. Wobei, bei dir, wie war das dann mit dem Job? Weil du bist ja eigentlich beruflich sehr eingespannt, immer noch und auch immer gewesen. Ja, ich war immer leitende Angestellte, bin dann eben zu meinem damaligen Geschäftsführer hingegangen und habe gesagt, ja, bin schwanger. Mir ist aber wichtig, dass ich meinen Job nie aufgeben werde. Also ich wollte sofort nach dem Mutterschutz auch wieder offiziell meinen Job weitermachen. Der hat auch darauf sehr, sehr positiv reagiert, im Gegensatz zu manch anderen Kolleginnen und Frauen, was mir wirklich auch teilweise sehr verärgert hat, also da war schon harsche Kritik dahinter, wenn man sagt, als werdende Mutter, ich werde immer arbeiten gehen, da ist das Verständnis teilweise sehr, sehr gering. Ja. Wann hast du den Druck der Mütter am stärksten gespürt oder wann begann der? Weil du gesagt hast, dass er die... Ja, es begann schon oder die anderen Frauen, ne? Genau, es begann schon während der Schwangerschaft mit dem Vorsatz, ich werde trotz Kind weiterarbeiten. Da sagt dann schon sehr, sehr viele Frauen, sagen dann, ja, schau mal, wenn es auf die Welt kommt. Ja. Wirst schon sehen, das geht nicht und jetzt warte mal, bis da ist. Und also das war schon mal sehr erschreckend für mich. Und dann ist natürlich losgegangen, wenn das Kind auf der Welt ist. Also da fängt dann schon irgendwie eine Konkurrenz zwischen den Müttern an. Meiner ist größer, meiner ist schon rein, meiner kann laufen. Meiner kann schon ein Wort sagen. Also da dreht sich alles nur mehr um das Kind und die Gesprächsthemen zwischen den Frauen und Mütter sind sehr beschränkt. Das heißt, die Mutter-Kind-Gruppen hast du gleich gespart? Die habe ich mir sofort gespart. Also da ist Wetteifern um das schönste, bravste Kind. Es geht jeder super gut. Meine Freundin sagt immer, es schaut jeder aus wie ein Panda-Bär, aber es geht ihnen hervorragend. Und ja, keiner redet über Schlafdefizit, keiner redet darüber, dass du einfach wirklich teilweise an deine Grenzen stoßt. Und ich denke mal. Nun, keine Rede darüber, dass sie bereut, Mutter geworden zu sein. Wie wohl man natürlich die eigenen Kinder liebt über alles. Ich denke mal, ich würde wieder ihn bekommen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Welt komme, dann wäre ich wahrscheinlich entweder Hardcore-Karrierefrau oder Mann. Ah, das schon, ja. Apropos Mann. Ja. Du hast ja einen Mann. Ich bin verheiratet, ja. Ja, und der kann sich nicht so viel einbringen. Es ist einfach, dass wir leben in einer Gesellschaft, wo halt schon immer nur die Frau den Hauptteil tragen muss, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht passen. Ja? Mein Mann kommt einfach spät heim am Abend
Und ich habe die Rolle übernommen. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich einen Job gehabt habe, wo ich flexibel arbeiten kann. Also danke an meinen Arbeitgebern. Das ist schon sehr wichtig, dass ich mir meinen Job selber einteilen kann. Ja, ja, aber also, du hast ja ziemlich schnell wieder zu arbeiten begonnen. Ja, ja. Nach der Geburt, genau. Ja, im Zimmer. Im Zimmer, im Kreissaal noch. Ja, zwischen den Wehen. Ja. Noch schön eine Mail geschrieben. Aber ja, das ist, ich glaube, dass dein Sohn ja auch operiert worden ist oder so. Gell? Genau, wir haben schon noch mal eine kleine Sondersituation gehabt. Mein Sohn ist krank auf die Welt gekommen und schwere Operationen und ein Jahr mit Maschinen zu Hause gelebt. Also das war schon noch mal ein Scheiferl dazu, also wie man es bei uns so schön sagt. Aber umso mehr war es für mich wichtig, dass ich arbeiten gehen kann. Ja, für mich ist meine Arbeit mein absoluter Ausgleich. Und haben das viele Mütter nicht verstanden? Da hat sie quasi das Neugeborene und es ist eh nicht gerade so einfach und es ist eh krank und dann arbeitet sie auch noch. Nein, ich habe dann einfach nicht mehr drüber gesprochen, ich habe es einfach gemacht. Ja. Und die einen gehen halt einmal auf einen Kaffee mit einer Freundin und die zweiten gehen einmal schwimmen oder laufen oder was auch immer. Und ich bin halt arbeiten gegangen, weil das ist mein seelischer Ausgleich. Also dein Mann kann dich nicht so sehr unterstützen, obwohl du auch arbeitest. Hast du ihm versucht klarzumachen, dass du vielleicht irgendwie Unterstützung bräuchtest? Ja, natürlich. Und wenn er die Möglichkeit hat, zeitlich, dann unterstützt er mich auch. Aber ich bin Hilfe halt jetzt und externe Hilfe sozusagen? Oder so Nanny oder? Ja, also mein Kind geht in eine Kinderbetreuungseinrichtung, was ich ja natürlich genieße. Aber mir ist schon bewusst, ich bin trotz meiner Jobs kann ich sehr, sehr viel zu Hause arbeiten. Und dadurch lastet einfach auch das ganze Privatleben und alle Rollen, die damit verbunden sind, also Hausfrau, Mutter, Köchin, die lasten damit einfach auf mir. Aber selbst dann holst du das Kind früher ab als notwendig. Also du könntest dich jetzt verlassen auf die Kinderbetreuungseinrichtung und die ja mitunter bis 16:30, je nachdem, offen sind. Und dann holst du das Kind trotzdem manchmal schon um 14:00 ab und könntest aber in der Zeit ja dann doch für dich was machen und sagst aber auch, das ist anstrengend, mit dem Kind zu spielen. Spielen ist für mich das sehr anstrengend. Ja, es ist einfach mein Ansatz, ich will natürlich schon eine qualitätsvolle Zeit mit meinem Kind verbringen. Ja, also es wäre mir gefühlsmäßig zu spät, ihn um 17:00 abzuholen und dann nur schnell essen und haha, hihi und um 19:00 gehen wir ins Bett. Ja, also ich will mit ihm Zeit verbringen und das ist natürlich schon anstrengend heute. Das war früher vielleicht nicht so bei den Frauen, da sind die Kinder mitgelaufen, sie haben keinen Job gehabt, die Kinder haben auch raus dürfen, das geht in der heutigen Zeit ganz, ganz schwierig. Ich kann mein Kind nicht sagen, geh und spül und wenn es finster wird, kommst heim. Das geht ist das auch so ein bisschen ein Druck, den du dir machst selber, weil du eben weißt, dass die Mütter früher viel gelassener waren und weil du vielleicht auch beobachtest, dass ohne, dass diese Mütter es böse meinen, aber die sind halt einfach geborene Mütter, die tun mit den Kindern backen und kochen und basteln und ich weiß nicht, und nähen und man selber ist vielleicht nicht so interessiert oder begabt an diesen Dingen. Geht es dir auch so manchmal? Na, ich mache auch viel mit meinen Kindern, aber ich sitze halt nicht auf die goldene Waagschale. Ja. Und ich bin mir sicher, dass jede Frau ihre heimlichen Minuten hat, wo sie sich denkt, um Gottes Willen, ich will jetzt nur mehr davonlaufen und 4 Jahre nicht mehr zurückkommen. Aber glaubst du, die sagen sie nicht. Glaubst du wirklich jede? Ich glaube schon. Es kommt sicher jede Frau an ihre Grenzen. Also ich glaube wirklich keiner Frau, wenn sie sagt, mir geht es 100% durch. Ja, aber nicht jede sagt wahrscheinlich, würde sie nochmal auf die Welt kommen, würde sie Hardcore-Karriere machen. Also sprich, keine Kinder kriegen, sondern nur arbeiten, arbeiten. Das Arbeiten macht dir ja so viel Spaß, das ist ja fast Erholung für dich. Das ist meine Erholung, ja. Sogar ein Krankenhausaufenthalt. Ja. Ist eine Erholung, obwohl man ja da reingeht, weil man ja vielleicht Aua hat, ne? Ja, da habe ich mir gedacht, hoppala, jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen, wie im 3 Tage im Krankenhaus, war eh nicht schlimm, aber da habe ich mir echt gedacht, das hat einen gewissen Urlaubscharakter. Du liegst im Bett, du kriegst dein Essen serviert, es schreit keine Mama. Und was ist denn das absolut Anstrengendste? Das Anstrengendste ist, dass du nie Zeit für dich hast. Ja? Also du bist entweder Erwerbstätige, du bist entweder Mutter, du bist Ehefrau, du bist Hausfrau und du als Frau trittst komplett in den Hintergrund und du hast einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit zu sagen, so und jetzt bin aber ich mal dran und jetzt mache ich das, was ich will. Und aber trotzdem kriegst du viel mehr Anerkennung als kinderlose Frauen, sagt mein nächster Gast. Hier ist die Tanja, herzlich willkommen. Du bist kinderlos, Tanja. Ja. Du hast einen Lenz. Du ja, hast ein unbedingt. Super Leben. Ja, super. Also ich schlafe jeden Tag bis 11:00. Nein, ist ein totaler Blödsinn. Also die Geschichte ist,
du bist in dem Arbeitsprozess wirklich um 7 Uhr in der Früh drinnen und der Arbeitsprozess endet um 11 Uhr am Abend. Und Karrieremänner gefällt uns im Ausdruck, Karrierefrauen gefällt uns nicht. Warum? Gesellschaftlich ein bisschen schwierig. Und wenn du jetzt nur Karrierefrau bist und keine Kinder hast, oh mein Gott, da ist mit der was total falsch. Mhm. Also das ist viel schwieriger, auch bei Frauen. Und jetzt ist es bei mir noch spannend, weil ich arbeite auch noch mit Kindern dazu. Das heißt, du hast weniger Anerkennung eigentlich als eine Mutter in der Gesellschaft. Also beruflich gesehen denke ich mir nicht, weil ich mit Kindern arbeite. Also damit ist es schon ganz spannend, mich auch zu fragen. Aber so, jetzt ist die 45, hat keine Kinder, Beziehung hat schon, aber die muss nur auf sich geschaut haben. Also die war so egoistisch für alles. Und wieso, hast du keine Kinder? Oder ist das Thema noch gar nicht? Also für mich war es nie so, dass ich sie unbedingt haben wollte, weil ich immer viel um mich habe. Ich habe eine Kinder-Event-Agentur. Das heißt, ich habe Kinder rund um die Uhr von 0 bis 15. Ich kenne die Kinder, wenn sie schreien. Ich kenne die Kinder, wenn sie dich nicht mehr sehen wollen. Ich kenne die Mütter so wie dich und kann alles nachvollziehen, was ich jetzt gehört habe. Aber es ist einfach nicht so, dass die Frau, die keine Kinder hat, nur Zeit für sich hat, immer beim Wellness liegt und ihre Kühlschrank zum Sport gesagt. Hat. Das habe ich auch gesagt. Gut, das, so hast du es nicht gesagt. Nein, so ne? nicht gesagt. Aber die Martha, glaube ich, das sag selber. Ich habe einen 18-Stunden-Tag teilweise. Ja? Mhm. Also ich stehe um 5 Uhr auf und gehe um 11, 12, 1, mache ich meinen Laptop dann wieder zu. Vier bis fünf Stunden Schlaf. Vier bis fünf Stunden Schlaf. Und das seit 6 Jahren und es geht. Also irgendwann, wenn mein Körper sagt, es geht nicht mehr, dann muss ich eh drauf reagieren. Aber jetzt geht es mir gut damit. Außer, dass ich extrem schnell altert, aber das ist ein anderes Thema. Oh Gott. Ja. Aber die gesellschaftliche Kritik hast du als Frau immer. Und das ist egal, welche Rolle das wir übernehmen. Ich glaube, dass du das als kinderlose Frau schwieriger hast, weil du auch nicht eingeladen wirst. Also du, ich merke das immer wieder, diese Familienthemen sind einfach weg. Ja? Also wenn ich halt alleinerziehende Mutter bin und ich habe ein zweijähriges Kind, dann gibt es eine Krippe oder dann gibt es einen Kindergarten oder dann gibt es irgendwas, wo ich automatisch in diese Familiensysteme auch automatisch mit reinkomme. Hast du keine Kinder, schaut das viel schwieriger aus. Du wirst da mehr aus Konkurrenz wahrgenommen. Ich gebe dir völlig recht, die härtesten Kritiken kriegst du von Frauen, die Männer sind richtig sanft zu uns. Mhm. Ja, ich merke auch in der Kinderbetreuung ist es so, dass mir jede Frau viel kritischer gegenübersteht als ein Mann. Also bei Männern ist es immer so, dass sie sagen, ah ja, das kennen sie schon. Mhm. Ja. Und ich merke auch immer, wenn, gerade wenn ich jetzt dich höre, du sagst, okay, da fange ich eh schon zum Schwitzen an, wenn ich 3 Tage im Krankenhaus bin. Unterstützt dich dann eine Frau oder ein Mann? Also auch das finde ich immer recht spannend, dass meistens eine Frau auch eine Frau hat, die sie unterstützt. Aber die Anerkennung ist sicher als Single-Frau, die nur so dasteht oder auch in Beziehung und durchgearbeitet hat, der schwierigere. Beobachtest du so bei der Kinderbetreuung, also die Mütter, die die Kinder dann abholen, einen Unterschied zwischen, weiß ich nicht, berufstätigen und nicht berufstätigen Müttern? Das, was ich zuerst gehört habe, ich hätte dann gern noch die Qualität, also dass ich mein Kind um 2 aus der Kinderbetreuung hole und die 5 Stunden dann noch bis am Abend habe, die will ich schon. Ich will schon bei meinem Kind dabei sein. Und ich frage mich immer, warum ist es eine Rechtfertigung und warum ist es nicht normal? Also ich finde, die Kinder gehören zurück in die Arbeitswelten. Ich würde es viel spannender finden, wenn Kinderarbeit? Nein, keine Kinderarbeit, aber Kinder mit ins Büro. In der Gastronomie sagt ja auch keiner was, wenn der kleine nette Wirtsbub dann auch mal ein Getränk serviert oder so. Aber ja, das geht, wenn die Kinder älter sind. Ich habe meinen Kleinen von Anfang an teilweise mitgenommen, ja, weil eben die Kinderbetreuungssituation manchmal zu wünschen übrig lässt. Und dann ist er halt im Kinderwagen im Büro mit gewesen und bei Besprechungen hat er Protokoll geschrieben mit 4. Aber es ist schon, du kannst dich nicht konzentrieren, wenn dein Kind da dabei ist. Die Qualität deiner Arbeit leidet darunter. Und es gibt Situationen, wo es einmal passt. Und wenn das Team sagt, ja, es stört nicht, dass da jetzt ein 4-Jähriger im Raum herumschwirrt, ja, dann passt es auch. Aber es passt sicher nicht jeden Tag. Und ich bin dankbar, wenn wir eine Kinderbetreuungssituation haben, weil ich da einfach die Sozialkontakte erlernen kann. Wir sind in Österreich eh noch weit hinten mit der Kinderbetreuungssituation. Und ich als Mutter von einem Kind, also ich habe ihm ja kein Geschwisterchen geschenkt, ich kann ihm die Sozialkontakte nicht geben. Mhm.
Also ich kann nicht mich auf die Stufen von einem Dreijährigen, Vierjährigen, Fünfjährigen stellen. Das lernt er nur in Krabbelstuben, Kindergarten und Co. Sehe ich nicht ganz so. Also ich sehe es so beim Dreijährigen, der interagieren kann mit anderen Dreijährigen. Ich sehe das beim einjährigen Kind überhaupt nicht so. Ein einjähriges Kind kann einfach mit einem anderen einjährigen Kind noch nicht spielen im Sinne von, wie es im Kindergarten funktioniert. Und wenn ich den Bogen weit gehe und sage, ich nehme jetzt Urvölker, dann haben die Kinder einmal, oder in Afrika, dann haben die Kinder einmal 2 Jahre mitgetragen. Und es ist überhaupt kein Problem, dass das Kind dabei ist. Mir geht es nur um die neue Idee. Mir geht es um die Idee, dass ich sage, hey, wir bauen nicht 2 Welten. Aber es ist schon mal angenehm, wenn du 4, 5, 6 Stunden nicht die Mama bist, sondern die Frau sowieso. Ja, ja, also es ist auch angenehm, wenn man bei der Karrierefrau 4, 6, 5 Stunden das Telefon nicht läutet. Also das heißt nicht, wir leben nicht im Wellness-Modus die ganze Zeit. Und das ist immer so diese Gegenüberstellung, die man hat. Und man sagt, und ich höre das so oft, die Mama ist halt viel belasteter als wer anderer. Nein. Wenn ich sage, ich finde meine Erholung im Job, ist doch cool. Andere geht joggen und findet die Erholung. Aber du hast da nicht rund um die Uhr, willst du nicht mit deinem Partner zusammen sein. Weiß ich jetzt nicht, aber kann ja so sein. Und somit will ich nicht rund um die Uhr mit meinen Kindern zusammen sein. Aber dann soll ich sie im Betrieb mitnehmen. Möglicherweise, warum nicht? Wenn's ja, halt dann habe ich es ja rund um die Uhr. Du hast gesagt, du findest in deinem Job deine Erholungsphase, wo du dein Kind nicht dabei hast. Und ich finde halt, das ist für mich die stark getrennte Welt. Es hat kein Mensch gesagt, dass berufstätige Frauen ohne Kinder wellnessen gehen. Das hat keiner gesagt und das höre ich auch nicht. Ja. Ja. Sondern sie haben sicher eine andere Zeiteinteilung und einen anderen Tagesplan wie eine Mutter. Und das ist jetzt Realität und Fakt und spricht nichts dagegen. So habe ich es aber jetzt auch nicht in der Weise gemeint, sondern ich habe das jetzt gemeint. Ich mag nur noch meinen nächsten Gast dazu holen, weil die erweitert das jetzt ein bisschen, die Daniela, die sagt, niemand bereitet eine Frau auf die Mutterschaft wirklich vor. Was bedeutet das? Was kommt auf eine Mutter zu? Das lernt man einfach im Leben nicht. Hier ist die Daniela. Hallo. Daniela, wer soll vorbereiten? Also mir hat gefehlt, als ich noch in die Schule ging, habe ich immer das Gefühl gehabt, uns wird vermittelt, wir sind gleichberechtigt als Frauen. Das ist alles in der Vergangenheit, diese nicht vorhandene Gleichberechtigung. Und heute ist alles ganz gleichberechtigt. Keiner sagt einem Zahlen und Fakten, wie das tatsächlich ausschaut, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo man Mutter wird. Wie das ausschaut, ich habe Biologie studiert, habe gemerkt, da gab es 3 Professorinnen. Professoren weiß ich nicht die Zahl, aber ein Vielfaches. Wir hatten alle 3 keine Kinder. Später habe ich auf der Medizin gearbeitet, da waren auch 3 Professorinnen. Ich glaube, Professoren auf der Medizin gibt es noch viel mehr im Verhältnis oder damals. Und davon hatte eine ein Kind, die hat auch einen Vortrag darüber gehalten. Und diese Realität, die sagt uns keiner. Seit Jahrhunderten machen Männer Karriere und haben Kinder. Und immer noch. Und immer noch. Ja. Und für Frauen ist es ein irrsinniger Kampf, trotz Kindern, wenn man sich auch eben um seine Kinder kümmern möchte, so wie du gesagt hast, Karriere zu machen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich habe nicht eingesehen, warum ich als gut ausgebildete Frau mit vielen Interessen und auch einer gewissen Kompetenz wegen meiner Kinder jetzt keine Karriere machen soll. Warum geht nicht beides, so wie das eben bei Männern schon seit ewigen Generationen ganz selbstverständlich ist. Sagt, das kann man ja irgendwie verbinden. Ich glaube auch. Also wenn man hergeht und sagt, auch die Männer bekommen 30 Stunden Teilzeit, kenne ich ganz viele junge Männer, die schon bereit sind dazu, das auch so zu machen. Also ich denke, das dreht sich derzeit. Ja, das dreht sich. Es dreht sich mir etwas zu langsam. Also das hätte ich total gern. Ich bin jetzt auch nicht so, der sagt, also ich würde ein ganz kleines Kind von Anfang an gerne von mir aus den ganzen Tag in Betreuung stecken. Mir wäre lieber der Ansatz, wir teilen uns das auf, der Mann, der Vater und die Mutter. Wir machen das wirklich zu zweit. Wir arbeiten vielleicht dann beide am Anfang, weiß ich nicht, 25 Stunden beide. Das geht sich dann schon zusammen mit dem Gehalt aus. Geht das in jedem Beruf? Ja. Es wird nicht in jedem Beruf gehen.
Aber es gibt viele Berufe, in denen es geht. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie jemanden, die arbeitet in einer ganz hohen Position, hat jetzt ein Kind, da hat es die ganze Zeit geheißen, diesen Job kann man nur Vollzeit machen. Hat es auch bis jetzt nur so gegeben und dann hat sie tatsächlich geschafft, dass sie es jetzt Teilzeit machen kann. Und siehe da, sie ist die Erste, es ist ein internationaler Konzern, sie ist die Erste, die das macht und siehe da, es geht. Also, weil sie sich durchgesetzt hat. Ja, es ist auch so eine, und der Chef hat sie unterstützt, Gott sei Dank. Also es ist auch so eine Erzählung, das wird nicht gehen. Man hat es ja noch gar nicht so ausprobiert teilweise. Daniela, und du hast es aber erlebt, gerade im Job, dass man dich sehr wohl quasi gefragt hat, wann kommen die Kinder und kommen ja. Kinder und das war ein... Das war für mich schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, muss ich sagen, weil ich hatte damals schon mein Doktorat fertig, ich habe mich wo beworben. Und in Sekundenschnelle ging es überhaupt nicht um meine Kompetenz, um nichts, was ich mitbringe. Sondern wirst du Mutter und wie oft wirst du Mutter? Genau, man hat mich gefragt, ich hatte damals eben schon ein Kind und man hat mich gefragt, naja, und was sind deine Träume? Möchtest du dann noch 4 Kinder? Und 4? Ja, das war die Frage, sowas ja. formuliert, also gleich so provokant. Und beim anderen Vorstellungsgespräch war es so, dass gar nicht dazu gekommen ist, dass wir irgendwie über den Job geredet haben, sondern es hat gleich geheißen, da hätte ich umziehen müssen für den Job. Und es hat gleich geheißen, da zieht deine Mutter mit. Sag ich, nein, meine Mutter arbeitet auch. Ja, weil wer kümmert sich denn dann um das Kind? Wie und warum setzen Mütter einen unter Druck? Ja, also dieses Konkurrenzdenken, das kenne ich schon auch. Es sind natürlich nicht alle, ganz klar. Aber es gibt genug, die das machen und die dann eben so hervorkehren, dass immer alles perfekt läuft und sie immer alles wissen und alles richtig machen bei ihren Kindern und das ist nie dramatisch und keiner redet über diese zweite Seite. Ich würde auch gern diese Stigmatisierung des Themas finde ich so schade, weil alles im Leben hat eine zweite Seite und eben auch Kinder. Und warum darf man nicht darüber reden? Das wird irrsinnig viel Druck rausnehmen. Ja, aber wenn man sagt, wenn man wirklich laut sagt, ich liebe mein Kind über alles, aber mit dem Wissen von heute, mit dem Wissen, was auf einen zukommt, der ganze Druck und alles, würde ich keins mehr kriegen, sondern würde mich entspannt und der Karriere widmen, weil das ist Erholung. Jedes Ding hat zwei Seiten, versucht die andere zu sehen. Und das darf man aber nicht, wenn man Mutter ist. Ja, das ist schade. Warum nicht? Also, warum darf man es nicht? Da lebt ja zum Beispiel die Wirtschaft gut davon, dass die Frauen immer sagen, es ist alles schön, es ist alles super, ich mache das. Dann machen die das alles gratis zum Beispiel. Ja, da leben ja viele Leute davon, dass Frauen sich dann immer gegenseitig erzählen, es ist alles nur wunderbar und toll und dann übernehmen sie diese ganzen Arbeiten freiwillig. Was ich einfach nicht schön finde, ist da der Rückblick. Also wenn ich sage, hey, hätte ich jetzt die Chance gehabt, kein Kind oder würde ich jetzt mich nochmal entscheiden können, dann bekomme ich halt kein Kind oder so. Mir gefällt der Rückblick nicht. Ich finde, es geht um den Blick nach vorne. Ja? Es geht um das, dass du jetzt einen kleinen Menschen an deiner Seite hast, den du begleiten darfst, der dir auch nicht gehört. Ich finde es auch immer gefährlich, wenn Kinder so zur Puppe werden. Und wenn wir mit den Kindern nach vorne gehen und nach vorne streben, dann werden sich neue Arbeitswelten ergeben. Darf ich mich kurz dazu äußern, dass du die Möglichkeit hast, zu Hause zu arbeiten, ist eine absolute Sonderstellung. Also wir sind von den flexiblen Arbeitszeiten derart weit entfernt, das ist erschreckend. Ja. Die meisten Mütter haben eben das Problem, dass sie einen Job kriegen, dann von 8 bis 12 oder 8 bis 17 Uhr, der Kindergarten aber dann um 1 zusperrt oder sie müssen mehr zahlen. Also das ist die Ausnahme, wenn du die Möglichkeit hast, zu Hause zu arbeiten. Und da, zu dir wollte ich nur eine Anmerkung machen, es können sich nicht alle leisten, 25 Stunden zu arbeiten. Nein, also, das ist mir völlig klar. Da sind wir auch noch ganz weit entfernt, dass eine Familie sagen kann, okay, lieber Mann, du verzichtest jetzt auf einen großen Teil deines Gehalts und die Frau geht dafür auch 25 Stunden Arbeit. Das musst du auch mal leisten können. Da bin ich wieder in der glücklichen Situation, dass ich mir das leisten kann, aber das ist auch nicht Realität. Nein, aber es ist die Richtung, finde ich. Ja? Also es ist klar, dass es nicht für jeden geht, aber es sollten die Rahmenbedingungen sich so ändern, dass es leichter geht. Und wenn die Frauen genauso viel verdienen würden wie die Männer im Schnitt,
wäre das schon wieder leichter. Aber die ganze Diskussion könnten wir uns sparen, ja, wenn wir ein bisschen anders denken würden. Also Heinz, der jetzt kommt, der sagt, es ist erwiesen, dass die beste Bezugsperson für die Kinder die Mutter ist. Ja? Wenn die Frauen einfach gerne zu Hause blieben und in der Mutterrolle aufgingen, hätten wir diese ganzen Probleme nicht, über die wir da diskutieren. Hier ist der Heinz. Du bist verheiratet und Vater von wie vielen Kindern? Sechs Kinder. Sechs Kinder. Und um die Kinder habt ihr euch beide gekümmert und großgezogen? Ja, die wesentliche Rolle in der Erziehung der Kinder hat natürlich meine Frau eingenommen. Und ich habe halt den Beitrag geleistet, der sich im Rahmen meines beruflichen Umfeldes möglich machen hat lassen. Das heißt, ich habe zum Beispiel am Abend Geschichten erzählt. Das war ausschließlich mein Part. Und wenn es in der Nacht halt ganz unruhig war, ich bin... Da bin halt ich an der Reihe gewesen. Gell? Da habe ich halt ab und zu zwei Kinder umgetragen und habe Lehrerl gesungen. Und sechs so. Kinder sind doppelt so viel wie du, Daniela. Warst du manchmal überfordert? Ja, definitiv. Inwiefern? Das Schlimmste war für mich die Müdigkeit. Also Schlafdefizit, gell? Ja, also meine Kinder, die zwei davon haben bis vier nicht durchgeschlafen. Einer zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr. Und das war der dritte, der mich dann so richtig ins Schlafdefizit reingetrieben hat, weil ich hatte ja schon zwei Kinder, das ist ja eh schon anstrengend, ich hatte auch schon einen Job. Und dann kam er und er hat ganz schlecht geschlafen, er ist in den ersten zwei Jahren pro Nacht sicher dreimal aufgewacht. Plus er war ein Frühaufsteher, er ist sehr oft vor 5 Uhr in der Früh aufgestanden. Und war fit. Und war fit, wollte spielen, wollte unterhalten werden, das heißt, ich habe... 2-3 Stunden mit dem Kind schon gespielt, mich beschäftigt, dann sind die anderen nochmal wach geworden, dann kümmerst du dich um die. Und dann, wenn die langsam irgendwie betreut sind, dann versuchst du noch irgendwann deine Arbeit unterzubringen. Das ist jetzt interessant, weil Heinz, deine Frau, die war eigentlich nie überfordert, gell? Das kann man nicht so sagen, gell? Ich habe ja gesagt, dass ich manchmal eingesprungen bin, also wenn diese Situation der Überforderung gekommen ist. Aber das ist dann eh ganz natürlich, dann musst halt dein Mann stehen. Ja, aber wie bist du eingesprungen? Du warst den ganzen Tag ja nicht da, du hast ja gearbeitet, du musstest ja das Geld heimbringen. Ja, aber genau in diesen Situationen am Abend war ich immer da. Aber in der Früh vielleicht musstest du schlafen oder untertags warst du nicht da. Ja, da hat es natürlich Situationen gegeben, die ich nicht miterlebt habe. Aber meine Frau hat das eigentlich bravourös gemeistert. Hat deine Frau nie gesagt, sie liebt ihre Kinder, aber sie bereut, dass sie so viele gekriegt hat? Also ich muss sagen, wir sind ja mit dieser Voraussetzung, mit dem Wunsch nach vielen Kindern in unsere Beziehung hineingegangen. Das heißt, wie wir uns kennengelernt haben, hat meine Frau gesagt, es war ihre eigene Entscheidung, dass sie 5 Kinder haben möchte. 6 sind es dann geworden. Also, und sie ist ja eigentlich immer zu dieser Entscheidung gestanden. Es hat natürlich Konsequenzen für sie auch, aber sie hat diese Konsequenzen jetzt ohne das zu beschönigen getragen. Und hat sich darüber hinaus noch zum Beispiel im Elternverein engagiert, hat Nachbarkinder mit ins Haus genommen. Also, ist schon wurscht, gell? Siebtes, achtes. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft hat. Gell? Und das klingt jetzt ein bisschen ideal natürlich, aber sie hat das gut gemacht. Und manchmal ist es natürlich an ihre Grenzen gegangen. Aber ich sage jetzt von der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, ich muss im Beruf auch manchmal an meine Grenzen gehen. Und das ist bei ihr daheim auch im selben Maße passiert. Aber umgekehrt, du zu Hause, sie Karriere machen, wäre nicht so gescheit gewesen. Ja, es ist. Ich glaube, es ist gescheiter war, dass ich das gemacht habe. Und es hat auch so besser funktioniert, weil wenn wir das umgekehrt gemacht hätten, wer weiß, was da rausgekommen war. Hast du ein bisschen zuhören können bei der Diskussion der Damen? Was hast du dir gedacht hinter der Bühne? Ich sehe das nur jetzt bei meiner Firma. Gell? Ich habe 15 Mitarbeiter, da sind auch viele Frauen. Ich kann das auch nicht bestätigen, dass Frauen weniger verdienen wie die Männer. Es gibt eine Einstufung nach dem Kollektivvertrag. Und so muss ich alle einstufen. Und wenn die Qualifikation der Tätigkeit der Frau dieselbe ist wie die des Mannes, dann muss ich ihm gleich viel zahlen. Also ich höre das in dem. Dann kommen wir jetzt in ein anderes Thema. Also Gehalt lassen wir das außen vor, weil Tatsache ist, es geht um die Kinder und es geht darum, dass Frauen Kinder bekommen, die sie lieben, die sie wollen. Sie wollen auch einen Teil zurückgeben der Gesellschaft. Und dann sind sie alleingelassen. Daniela sagt, man wird nicht vorbereitet. Und auch wenn Marthas Mann sie liebt, kann er nicht sie zeitlich unterstützen. Also ist sie alleine da. Wo ist die Lösung? Also
Aber irgendwo, die Lösung ist irgendwo in der Familie. Pants. Bitte? Die Lösung ist in der Familie. Ja, ich aber find, nicht es alle. Ist, nicht, nicht, es ist nicht, nicht nur ein Frauenthema. Ja, aber es ist Familie. Es gibt eine Vielzahl an Alleinerzieherinnen. Die aber nicht 15 Jahre Alleinerzieher sind. Mitunter, ja, da müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, weil ich habe die Zahl nicht von mir. Aber es geht darum, dass die Familie auch nicht immer da ist. Und selbst in der Familie bleiben die Frauen immer alleine. Auch beim Heinz war es wohl so, dass 80% der Arbeit die Frau gemacht hat. Das wird so sein, ja. Ich glaube, es braucht mehr Flexibilität allgemein in der Familie, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Und wir müssen aufhören, so zu tun, als hätten wir im Berufsleben, als hätten wir keine Familie. Also das gibt es nicht überall so, aber es gibt doch so Arbeitswelten, wo immer so getan wird, der geht in die Arbeit und dann hat er plötzlich keine Familie mehr oder die Frau. Das stimmt ja nicht. Genau. Und auch Chefs haben Familien, die können das ja eh nachvollziehen. Also, und die Männer wollen auch. Also das stimmt einfach nicht mehr. Ich muss da echt mal eine Lanze für die Männer brechen. Es stimmt einfach nicht mehr, dass die nicht wollen. Sondern es gibt einfach auch mittlerweile ganz, oder sie bekommen wenig Angebot. Weil spielen wir es mal umgekehrt. Sagt er jetzt, er möchte jetzt 2 Jahre zu Hause bleiben und in die Karenz gehen. Hat es nicht jeder Mann in seinem Job leicht, wenn man ehrlich ist. Martha? Ja, das stimmt. Die Vaterrolle hat sich zum Glück auch verändert und sie wird sich ja noch weiter verändern. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es schon so, dass die Väter sehr, sehr kurz teilweise in Karenz gehen. Trotzdem löblich, also so 1-2 Monate gehen sie dann in Karenz. Schaut man sich einen Monat an, Dezember 2017 waren nicht einmal 4% der Männer, die Kinderbetreuungsgeld bezogen haben. Also da sind wir schon noch sehr, sehr weit weg von 50%, was einer Gleichverteilung entsprechen würde. Die Frauen arbeiten in der Regel Teilzeit bis ins hohe Alter hinein, weil es einfach nicht anders geht. Ja? Sie schaffen es nicht, das Vollzeitarbeiten, das hat ja auch wieder alles Folgen. Also wenn also, ich jetzt, entschuldige, wenn mir brennt es da wirklich unter den Schön. Weil ich ganz viele Mütter habe, die bei mir arbeiten. Und also ich, wie gesagt, ich habe eine Kinder-Event-Agentur und das ist so die klassische Geschichte, wo die Frauen zu dir kommen und auch bei dir arbeiten. Und ich habe auch Jungs, die bei mir arbeiten. Und ich merke einfach, dass auch genügend sagen, für mich ist Teilzeit okay. Ich will nur Teilzeit und das ist ja auch in Ordnung. Und es das Angebot Ordnung, und das Angebot muss einfach. Nein, das stimmt so nicht. Es ist eine Entscheidung, die eine Familie trifft. Und wenn eine Familie sagt, ich möchte in Zukunft das so haben, dass wir beide Teilzeit arbeiten, und da gebe ich dir recht, das ist ein finanzielles Thema. Also wenn ich sage mal ein Bildungsniveau bis 1500 netto ist, dann wird es schwierig werden, dass der Mann in die Teilzeit geht. Die Zeit ist schon wieder. Das ist wahnsinnig spannend mit dem Geld. Ich finde es auch großartig, aber wir müssen zurück zum Thema kommen. Die Tatsache, dass man die Kinder liebt und bereut. Wenn sie das Gefühl haben, sie seien nicht die perfekte Mutter, dann bleiben sie dran, weil wir werden ihnen gleich verraten, wie sie von diesem Gefühl wieder befreit werden. Bis gleich. Da sind wir wieder. Schön, dass Sie da sind. Es gab vor ein paar Jahren eine Studie in Israel. Da ging es darum, die Mutterschaft zu hinterfragen. Und es ist damals ein, es war ein Erdbeben, das diese Studie ausgelöst hat. Denn dort haben doch wirklich die meisten Mütter gesagt, sie würden ihre Kinder lieben, aber könnten sie noch einmal beginnen, keine mehr bekommen. Also sie würden bereuen, Mutter geworden zu sein. Tja, und über dieses Thema reden wir heute mit wunderbaren Gästen auf der Bühne. Wir haben Martha kennengelernt, die einen Sohn hat, ihn über alles liebt, aber sagt, es ist nicht einfach, wenn man dann so alleine gelassen wird und Schlafdefizit hat und das Gefühl hat, man wächst nicht an der Sache, sondern die Sache wächst über einen drüber. Tanja, die keine Kinder hat, aber fleißig mitdiskutiert, weil sie nämlich sich gut auskennt. Sie arbeitet mit Kindern seit vielen Jahren und stellt sich halt einfach vor, man müsste die Kinder und die Arbeit, das müsste man irgendwie fließend miteinander verbinden und die Männer würden auch mitarbeiten müssen. Ja? Heinz, der ist Vater von 6 Kindern und hat schon auch geholfen, so gut er konnte. Daniela sagt, die Wirtschaft ist auch mit Unterschied Schuld daran, dass
die Mütter so alleine gelassen werden, kann man sagen, und dass sie sich reiben aneinander und nicht auch sich nicht entwickeln. Ich hätte gern den Heinz gefragt, Fremdbetreuung findest du nicht wirklich gut? Weil du sagst, das werden wir erst in ein paar Generationen erfahren, dass das nicht gut war, dass die Kinder fremd betreut wurden. Warum? Ich denke, dass die Mutter die wichtigste Bezugsperson von dem Kind ist. Mhm. Und ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Wenn das Kind nach Hause kommt und ich schreit Hallo und dann kommt der Hallo zurück und das von der Mutter, dann glaube ich, dass das gut ist. Gell? Und das, welche Fernwirkung das hat, wenn man das Kind nur fremd erzieht, das kann man nur erahnen. Aber ich merke, dass das bei uns in der Familie gut funktioniert hat. Und wieso soll ein Modell, das gut funktioniert, jetzt irgendwie so überdenken, dass ich sage, das ist falsch, sondern wenn was funktioniert, dann tue ich es. Und ich kann das eigentlich relativ gut auch für andere weiterempfehlen. Also ich glaube das nicht, weil nur Fremdbetreuen wird sowieso kaum jemand machen. Und es gibt genug Länder, in denen das viel üblicher ist als in Österreich, von Anfang an die Kinder fremd betreuen zu lassen. Da haben wir schon die Studien quasi in der Beobachtung und das sind die Kinder nicht alle, weiß ich nicht, beeinträchtigt davon, wenn man zum Beispiel Frankreich hernimmt oder ja, meine in den Kinder USA. Sind ja auch in den Kindergarten gegangen, also sind in dem Sinn jetzt auch fremd betreut. Ich war Kinder, die Kindergartenpädagoginnen geworden sind. Also ich lehne die Fremdbetreuung nicht vollständig ab, aber ich denke, dass die Hauptlast der Erziehung soll schon im Elternhaus stattfinden. Aber da speziell die Mutter und weniger der Vater, der zu Hause bleibt. Ja, weil es gibt sehr viele erfolgreiche Karrierefrauen, die genauso das Kind nach Hause bringen könnten. Und begabte Väter möglicherweise, die gern zu Hause blieben, können aber nicht. Ja. Ja. Ich sehe das so, also im Vergleich mit der Fußballmannschaft, wenn ein Tormann Mittelstürmer spielen will, dann ist das vielleicht nicht so gescheit, sondern es ist besser, er bleibt im Tor und macht seine Rolle hervorragend und dient der Mannschaft dort am besten. Und das funktioniert. Mata. Also, dass wir die Kinder bekommen, glaube ich, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir sie gerne haben, wie wir sie ins Leben führen. Ja. Mhm. Das Wichtigste ist, dass wer Hallo sagt, wenn das Kind heimkommt und das Geborgenheit erfährt. Aber ob das jetzt Mutter ist oder Vater ist oder Oma ist oder Tante ist, das ist egal. Es braucht nur die Familie. Aber Mütter sind sicher jetzt nicht die besseren Kindererzieherinnen. Und auch wenn beide da sind, wird man vor Hürden gestellt. Das wissen meine nächsten beiden Gäste. Vor allem am Land haben sie es nicht so einfach gehabt. Hier sind die Brigitte und der Franz. Brigitte, dein Sohn war Schlüsselkind, gell? Ja, kurze Zeit zumindest. Genau, oder mein erstgeborener Sohn, mit dem war ich zwei Jahre Schlüsselkind. Es war am Land überhaupt schwer. Ich denke mir, ich bin eine Generation, die ist schon älter. Und da war Kinderbetreuung einfach schwierig zum Aufstehen. Am Land, oder Nachmittagsbetreuung, ne? Nach der Schule hat es nichts gegeben. Da hast du privat was organisieren können. Und in dem, dass ich Alleinerzieherin war zwei Jahre, war ich schon vor Herausforderungen gestellt. Das war dein erstes Kind und dann hast du Franz kennengelernt? Genau. Und dann kamen noch drei Kinder dazu? Dann haben wir unsere Tochter gemeinsam gekriegt und dann wollte man noch ein drittes Kind haben. Und da hat sich dann bei der ersten Untersuchung ausgestellt, das ist wieder Zwilling. Also, mein Mann hat sich gleich gefreut, bei mir hat es gedauert. Aber jetzt seid ihr happy mit den Kindern. Jetzt reden wir aber über diese Tatsache mit, ich liebe und bereue meine Kinder. Mhm. Was hast du dir gedacht bei dem Thema? Ich kann nur sagen, ich liebe meine Kinder. Es gibt Situationen, wo du überfordert bist. Das ist schon stimmt. Es ist einfach so. Überhaupt, wenn bei uns die drei Kleinsten, die älteste war 20 Monate, dann ist der Zwilling gekommen. Also du hast auch schlaflose Nächte und es ist stark oder wenn Krankheiten sind. Aber mir war ganz bald klar, ich habe mir selber Hilfe organisiert, dass ich mit dem Zwilling. Was heißt Hilfe umgehe. Organisiert? Was ist mit dir, Franz? Auch. Ich habe geholfen. Ja. Da kann ich nur bestätigen. Wir haben zum Beispiel Abendrituale gehabt. Ich habe Kinder gebot, der hat es dann gefüttert. Oder umgekehrt. Also das war schon Hand in Hand. Franz, jetzt hat die Tanja eingangs gesagt, sie würde sich wünschen, dass man nicht zwei Gesellschaften schafft und fördert. Also Kinder und Job, Beruf, sondern dass man das miteinander verschmelzen lässt. Du sagst, das geht nicht immer. Gerade in deinem Beruf.
Naja, es kann nicht immer gehen, weil die Möglichkeiten ja gar nicht bestehen, dass die Kinder immer mitgehen in die Arbeit. In meinem Beruf ging es überhaupt nicht, weil ich kann sie nicht in einer Schlosserwerkstatt mitnehmen. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Das, ein paar Finger, das, ne? Ja, das wäre ja schräflich. Also auf keinen Fall zu empfehlen. Wenn die Möglichkeit besteht, für gewisse Zeiten kurz, wenn es möglich ist, warum nicht? Aber generell zu sagen, die Kinder sollen mit in die Arbeit, das halte ich nicht für richtig. Jetzt hast du gesagt, Martha, auch am Anfang, der Druck der Mütter, auch Daniela sagt das. Ne? Dann kommt so eine Brigitte, ja, gut, es ist schon lang her, aber und sagt, naja, sicher gab es Situationen, aber das geht schon irgendwie. War das früher anders? Ist der Druck jetzt gestiegen? Der Druck ist auf jeden Fall gestiegen. Also man hat selber einen Perfektionismus. Man will arbeiten, also viele Frauen wollen arbeiten und machen es auch. Du hast einen Freizeitstress, den es früher überhaupt nicht gegeben hat. Also du bist ja nicht mehr unterwegs von Sportverein zum Musikunterricht. Reisen und Freunde besuchen. Also die Kinder kennen ja auch schon gar keine Langeweile mehr, sondern brauchen Dauer-Access. Sie sind vom Fernsehen, also es ist ja ständig alles, es ist ja furchtbar stressig auch für die Kinder. Das ist uns Mütter ja auch total bewusst, dass wir sie in eine stressige Welt aussetzen. Aber das hilft ja nichts, das ist jetzt die Realität. Ich hole noch die Steffi dazu, die war total geschockt, als sie erfahren hat, dass sie schwanger wurde. Aber sie wollte immer Mutter werden. Hier ist die Steffi. Wie war das bei dir, Steffi? Das Kind war schon geplant, ne? Oder nicht? Nein. Ja, also total. Das Kind war schon geplant, es war auch ein Wunschkind, aber es war auf gut wienerisch ein Schuss, ein Treffer. Und wir waren halt damals 34 und 35 und wir haben uns halt gedacht, gut, jetzt probieren wir es mal. Wir sind ja jetzt nicht mehr Anfang 20, also es wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Und dann war es halt sehr schnell da. Ich habe dann eine sehr intensive Geburt gehabt und ich habe halt so eine Art Schreibaby gehabt. Also der war wirklich sehr intensiv. Man sagt dazu auch vielleicht auch ein gefühlt starkes Kind. Ich habe die ersten 3 Monate, das hat mein Leben so dermaßen auf den Kopf gestellt. Weil ich kann mich erinnern, ich war im Krankenhaus und habe mir gedacht, naja, jetzt kriege ich halt ein Kind und ich arbeite normal weiter. Ich bin teilweise wirklich in Wien um den Ring gefahren um 2 Uhr in der Früh, weil er so viel gebrüllt hat, weil ich nicht gewusst habe, wie ich ihn wirklich ruhig bekommen oder zum Schlafen bekommen. Und kann mich halt noch erinnern, da habe ich auch noch Strafe zahlen müssen, weil ich bin über Rot gefahren. Und habe dann. Also, weil er nur geschlafen hat im Auto? Ja, wir waren vollkommen überfordert natürlich. Heinz, mit dem Auto in der Nacht herumfahren, damit das Kind schläft? Haben wir zum Teil auch gemacht. Wirklich? Ja. Speziell am Beginn, beim ersten Kind. Ja. Du passt es dich halt daran. Nein, aber funktioniert. Aber früher sind die Mütter doch nie im Leben mit dem Auto gefahren. Also. Die Generation unserer Eltern, die sind doch nie mit den Kindern im Auto herumgefahren. Also ich muss jetzt dazu sagen, das klingt jetzt so, als hätte ich, wäre ich jede Nacht herumgefahren. Ich habe nur manchmal, das war halt am Anfang, ich habe nicht gewusst, ich habe es von irgendjemandem gehört und mir gedacht, ich probiere das, weil ich war so fertig. Es funktioniert eh wunderbar. Und es funktioniert aber, wunderbar. Ja, es funktioniert, 2 Wochen später war auch die Strafe da und alles gut. Ja. Und dann wird abgehakt oder was. Ne? Und ich habe dann halt viele Sachen ausprobiert einfach. Aber das, was für mich persönlich so schwierig war, ich hab's, man kann es, finde ich, auch nicht einschätzen. Ja? Weil jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders, jeder Vater ist anders, jede Familienkonstellation ist total unterschiedlich. Die Partnerschaft ändert sich massiv auch. Also, das sind so viele Komponenten, die da einfließen. Man ist auf einmal nicht mehr, man will die Frau sein, ist aber jetzt Mutter und so. Gell? Und du willst aber eigentlich auch Frau sein und eigentlich willst du auch berufstätige Frau sein. Wie schaffst du das alles, diesen Spagat? Naja, ich habe, wie ich schaffe, ich bin selbstständig, muss ich dazu sagen. Ich bin auch Unternehmerin. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ich habe einen Mann, ich habe ein sensationelles Netzwerk. Ich habe eine ganz, ganz tolle Schwiegermutter, ich habe eine tolle Mutter, ich habe auch einen Vater, die alle drei wirklich auf dieses Kind aufpassen. Daniela. Nein, ich wollte zu dem vorher mit dem, vielleicht hat man früher noch weniger darüber gesprochen, weil ich zum Beispiel habe den Tipp mit dem Autofahren, wenn das Kind nicht schläft, von meiner Mutter bekommen, die hat das sehr wohl gemacht. Mhm. Weil du gesagt hast, die Generation, also vielleicht hat man damals noch weniger darüber gesprochen. Ja, das ist dieses drüber sprechen, ne, Steffi. Mhm. Dieses, ich liebe mein Kind und ich bereue es. Du bist eine Unternehmerin, du bist eine schöne Frau, du achtest auf deinen Körper, du möchtest auch schön für deinen Mann sein. Es ist das Kind da, ja? Das man natürlich liebt über alles. Inwiefern ist das so ein, wir haben gesagt, man traut sich das gar nicht sagen.
mit dem Wissen von heute würde ich vielleicht keins mehr kriegen, weil diese Gesellschaft keine kinderfreundlicher ist, vermeintlich. Ich würde jederzeit wieder ein Kind bekommen. Also ich könnte auch, also wir überlegen uns auch ein zweites zu bekommen, aber nicht in der Reihenfolge, wie wir es uns ursprünglich gedacht haben. Mir war halt wichtig, dass ich bin da halt auch egozentrisch genug irgendwie. Mir ist es wichtig, dass ich glücklich bin und dass es mir gut geht. Egal, was die anderen sagen, das ist eine, die arbeitet schon. Ja, und das ist ein Prozess gewesen. Ich muss einfach arbeiten. Ich mache das gerne einfach. Das ist wichtig für mich. Und ich merke es auch so, wenn ich mit meinem Freund darüber spreche, wir haben ähnliche Themen, wie wir Team führen, sind so viele Themen da. Es ist alles wunderbar, ja? Aber oft hört man dann, wir sollten die, ob der Kind bekommen, wenn sie so viel arbeitet, wenn sie so gerne arbeitet, wenn ihr die Karriere so wichtig ist, damit dann das Kind fremd versorgt ist. Ne? Ich muss dann die anderen auf das Kind schauen müssen. Ja. Also entweder man kriegt ein Kind und bleibt zu Hause schön beim Kind, ja, und lässt die Großeltern in Ruhe. Weißt du, also braucht man kein Kind kriegen. Ich kann jetzt nur von mir natürlich sagen, das ist jetzt meine Situation und es geht sich beides aus. Mittlerweile geht sich beides sehr gut aus. Ich habe das sehr gut eingespielt. Auch wenn ich arbeite, arbeite ich sehr effizient und sehr effektiv. Also ich mache dann nicht viele Sachen nebenbei. Haushalt und so weiter teilen wir uns auf. Das mache nicht ich, obwohl ich von zu Hause aus arbeite. Das ist ganz wichtig, wenn du Homeoffice auch machst. Dass, also wenn er dann irgendwie sagt, es ist unaufgeräumt oder sonstiges, sage ich, naja, ich hüte nicht die Möbel oder ich putze da jetzt nicht rum und so weiter, sondern ich arbeite in der Zeit. Ich habe mir halt, das kann ich halt auch allen mitgeben, ich habe mir halt professionelle Unterstützung geholt. Ich habe mit einer Freundin, die ein sehr guter Coach ist, gearbeitet zusammen und das war für mich ein wirkliches Augenöffnen, weil ich habe mir teilweise dann auch gedacht, boah, ich bin eine Rabenmutter, ja, weil ich hole den Kleinen ab, ich bin müde und Ding und ist das jetzt wirklich so wichtig und natürlich macht man sich dann viele oder ich habe mir halt viele Vorwürfe gemacht. Ab wann war das Kind in Fremdbetreuung? Ab 3 Monaten. Mhm. Genau. Und da hast du nicht gedacht, mein Gott, no. Was ist, wenn der da schreit und was machen die mit ihm? Naja, wie ich schwanger war, haben mir alle gesagt, na pass auf. Also ich habe, wie ich im 2. Monat war, war für mich klar, ich baue das Unternehmen auf und so weiter. Und ich gebe ihn in die Kinderkrippe. Ich habe wieder ein Privileg gehabt, weil ich habe die Kinderkrippe neben unserer Wohnung gehabt. Ja. Und ich habe dort angerufen und gesagt, okay, ich bin schwanger, ich würde gern einen Platz haben. Dann war ich mal auf der Warteliste. Dann habe ich mir gedacht, okay, interessant, wann muss ich den Gedanken oder wann muss ich den anmelden, wenn ich den Gedanken äußere, schwanger zu werden. Genau. Und dann haben mir alle gesagt, na, den wirst du nie in die Krippe geben. Also du wirst aufgehen, im Mutterglück und sonstiges. Und ich habe ihn halt dann in die Krippe gegeben. Das ist eine Eingewöhnungsphase einfach. Die waren unfassbar lieb auch mit ihm. Und für mich war das schönste Erlebnis dann einfach auch, also wenn im Sommer zum Beispiel, wenn ich ihn 3 Wochen nonstop gehabt habe, das war für mich, für uns beide sehr intensiv. Und wenn ich ihn dann in die Krippe gebracht habe nach den 3 Wochen, der hat sich so gefreut. Der hat gesagt, ja, und Freunde und Ding. Und ich habe richtig gemerkt, der ist reingerannt, hat sich auf seine Freunde gefreut. Und ich habe mir gedacht, gut, der ist ja in Wahrheit auch jetzt ein Einzelkind. Und ich kann da nur von meinem Bauch gehen. Ja. Ich glaube, er ist gut betreut. Er ist in einer guten Einrichtung und er ist jetzt im Kindergarten. Und ich mache halt für mich, wenn ich ihn um 4 abhole, dann habe ich halt 4 Stunden auf jeden Fall nur Zeit mit. Dann schalte ich auch wirklich mein Handy auf Flugmodus. Das ist wichtig, weil ich bekomme sonst viele Calls rein und sonstiges und schalte es auf Flugmodus. Und dann, das ist auch geklärt mit meinem Team, dass ich in der Zeit auch nicht erreichbar bin. Ja. Das ist, geht mit meinem Job, muss ich auch sagen. Viel Zeit, ne? Genau. Und da habe ich auch Zeit für ihn. Da schaue ich auch beide, dass du wir machst beide dir keine Sorgen, dass es wieder Heinz sagt, puh, Fremdbetreuung, was wird aus dem Kind einmal werden? Nein, null. Ich kann ja nur mitgeben, was ich empfinde und was ich spüre. Und ich glaube, der ist gut aufgehoben und ich habe ja auch eine schöne Zeit dann mit ihm. Hat jetzt die Martha gerade einen Druck? Boah, da funktioniert das so super. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Und Daniela auch nicht? Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es pro Kind, das man zu betreuen hat, also wenn man eins hat, geht es noch, also bei einem Kind, muss ich jetzt leider sagen, geht es noch relativ gut, das zu jonglieren mit anderen Betreuungspersonen, auch wenn die Eltern selber noch nicht relativ jung sind. So. Also 3 Kinder zu Oma zu geben, die auch nicht jünger wird, das ist schon was anderes zum Beispiel. Ja. Und auch Betreuung. Man muss dann viel mehr jonglieren. Ein Kind da, ein Kind dort. Oft weiß man gar nicht, welches Kind wo ist. Gell? Ja, das weiß ich schon noch so ungefähr. Liebe Gabi Fischer, ist es so, glückliche Mutter, nur eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter? Und wie bringt sich dann die gute Mutter weg von diesem schlechten Gewissen, weil sie halt auch arbeitet? Also es ist tatsächlich so, dass eine glückliche Mutter eine gute Mutter ist.
Und alles, was uns gut tut, was uns glücklich macht, lässt uns das ja ausstrahlen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Kind. Wenn Mütter sagen, sie bereuen ihre Mutterschaft, dann ist das schon harter Tobak, ne? Ja, also weißt, wenn man das so hört, das Bereuen und so. Also das, aber inwiefern kann die Gesellschaft helfen, dass man das nicht einmal andenkt? Weil lieben tun sie die Kinder ja. Ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder gesagt habe, wenn es ein Ticket zum Mond gäbe und wieder zurück, würde ich meine Tochter 3 Tage dorthin schicken. Ich hätte mich gefreut, wenn es wieder kommen wäre, aber 3 Tage, ja? Und ich denke mir, und das ist so, wo man vielleicht zwischendurch aus Hilflosigkeit bereut, warum habe ich ein Kind und eine Freundin, die kein Kind hat, der geht so gut, die kann machen, was sie will. Aber das ist ja nur ganz kurzfristig. Das ist wirklich nur die Situation und darum darf man es auch sagen, aber es spürt sich komisch an, weil manche Menschen glauben, die bereut, überhaupt ein Kind gekriegt zu haben. Was kann die Gesellschaft noch tun, dass man die Männer mehr in die Pflicht nimmt? Dass wir Frauen ein bisschen mehr Druck machen, aber jetzt nicht unbedingt nur auf die Ehemänner, sondern vielleicht auch auf die Betriebe. Weil ich finde zum Beispiel, Kinder mitzunehmen in die Arbeit ist eine schöne Idee, aber ein bisschen utopisch. Ja? Aber ich finde es toll, wenn es mehr Betriebskindergärten gäbe. Ja? Das wäre wichtig. Und da geht es mir darum, dass es noch immer mehr Männer in hohen Positionen gibt als Frauen und darum da mehr die Männer in die Pflicht nehmen, dass die diese Betriebskindergärten schaffen. Dann kann nämlich auch der Papa sein Kind in der Früh in den Kindergarten bringen. Zum Beispiel. Oder wenn es hart auf hart geht, bringt man ihm halt das Kind ins Büro. Und dann schaut man, wie er tut. Ja, dann werden es alle miteinander schauen. Dankeschön. Naja, ich meine, logischerweise sage ich jetzt am Ende und meine es auch von ganzem Herzen, dass wir unsere Kinder niemals bereuen. Sie sind die Zukunft und ihnen gehört unsere ganze Liebe. Und an die Herren der Schöpfung ein bisschen aufwachen und ein bisschen mithelfen und zusammenhelfen in der Gesellschaft. Dann ist eigentlich, da sind keine Probleme mehr da, gell? Glaubt man halt. Baba. Sie sind alles andere als geizig, denn Ihr Standpunkt lautet, wer viel hat, der soll auch viel geben. Rufen Sie an unter 0900 91 0098 und überzeugen Sie auch andere davon.